Ja, liebe Leute, lasst uns die letzte Serie ganz schnell vergessen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit der nationalen Pro Truck Serie. Hab ich wohl einen? Ja, ich habe einen natürlich. Jackson Pro Truck 2. Den haben wir ja gewonnen. Wir haben heute 4 Rennen vor uns, also ne, insgesamt 8 Rennen halt, wie gesagt. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Doch, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Wenn das genauso läuft wie vorher auch, dann kriegen wir das irgendwie hin. Doch, doch. Ich glaube, die Zeiten werden wahrscheinlich wieder schneller sein. Ja, lassen wir, wie gesagt, die letzte Serie ein bisschen vergessen. Die wollen wir ja nicht haben. 900 Meter lang. Wir starten in der Klappenstrecke in Baja, Mexiko. Heute am Mittwoch. Kriegen wir schon hin. Eventuell können wir sogar komplett diese Serie durch. Und dann können wir ab nächste Woche eine komplett neue Serie starten. Eventuell. Ich kann es auch nicht versprechen. Naja, gucken wir mal. So. Ja, gleicher Modus wie vorher auch. Ihr kennt das ja schon mittlerweile. Acht Fahrer pro Halbfinale, also A-Gruppe, B-Gruppe. Und die ersten 4 jeder Gruppe gehen ins große Finale, starten quasi 8 Leute rein. Und ansonsten starten halt 4 Leute im zweiten Teil. Wir haben tatsächlich schon, genau. Wir haben ja beides schon durchgeschafft. So. Genau, Fahrzeug-Tune brauchen wir nicht. Okay, dann gehen wir rein. Ins. Ja, bitte. So, Eventlänge, okay. Wir können ja, wir bauen jetzt einfach mal das gute Auto. Ja, aber kurz das. Haben wir genug Kohle an Bord? Sorry, das dauert jetzt einen Moment, bis wir die Karre umgebaut haben. Den Stoßdämpfer einbauen und gib ihm. Und neue Federung einbauen. So teuer war es jetzt nicht. Dafür haben wir ein Fahrzeug, was jetzt passt. So. On se concentre sur la piste, le signal va être donné. Bonne course. C'est rouge. Donc, let's go, erster Lauf. Der National Pickup Serie. Voiture à l'intérieur. An die Spitze vor der ersten Kurve. Mittlerweile 38,5, aber die wird jetzt definitiv nochmal verbessert werden. Ja, es haben ihm im Teil 6 Punkte gefehlt, um das Ding komplett zu gewinnen. Hier wollen wir natürlich direkt gewinnen am Anfang, damit wir zumindest mal ein Zeichen haben. Jetzt 5 im Buggy-Lauf war natürlich alles andere zu überreden, aber wir lassen das so stehen einfach. Passiert einfach mal. Das hätte ich alles gewinnen. Voll natürlich da, aber. Das ist nicht. Das ist nicht voll. Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Dernier Tour, Belagon. Offiziell haben wir den Lauf ja sogar gewonnen, aber wie gesagt, 4 Sekunden schaffen wir einfach auf Platz 3 damals hochgefahren. Aber wie gesagt, das ist jetzt vergessen. Wir blicken jetzt nach vorne. So haben wir wieder den Einstieg geangelt. Dann haben wir den
ersten Lauf für uns entschieden. Wir sind im Finale. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Hauptsache Finale. So, jetzt werden wir gleich nochmal 6 Runden kämpfen müssen. Also es ist deutlich schwieriger zu fahren auf jeden Fall. So. Gut. Zweiter Lauf. Zweiter Finallauf. Bon, c'est bientôt l'heure. Concentre-toi. Eine Runde länger als eben. Allee! Auf, sagt er uns gerade. Allee, allee, los, los! Ja, ich hatte keinen Platz momentan. Voiture à l'extérieur. Ja, wir haben uns gerade ein bisschen behakt, der hat ein bisschen ins Fried rausgenommen. Das heißt, es führt jemand, kein anderer Fahrer. Vielleicht sogar schon in der ersten Runde als Führender. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall machen. Ja, aber in der ersten Runde war immer deutlich besser als eben. 8 Platz 5 hat eben, glaube ich. Jetzt haben wir 38,3 als erstes. Also 5 Runden, wie gesagt, gehen die Runden. Wir sind keine Fehler. Keine Fehler erlaubt. Das bringt man hier natürlich klar. Deswegen zumachen. Der Kreuzfahrtschiff, das sieht cool aus. Eine coole Location. Und schön in den Stapeler gezogen. So, Tag auf 5 Uhr. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir wieder zugelegt bekommen. Hier da vorne. Il a gagné 3 places sur le tour. Komm, wir kassieren doch noch, wir kriegen doch noch, komm. Voiture à l'extérieur. N'emballe pas. Ja, dann mache ich die Variante. Da würde ich ein bisschen assi und arbeite mich dann da quasi vorbei annehmen. Ich führe wieder. Eingangs der letzten Runde des ersten Laufes. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass wir hier nicht wieder so einen blöden Fehler einbauen, der jetzt womöglich den Sieg kosten wird. Würde. Eigentlich ist das Ziel dieser Runde, diese Kurve. Wir haben es geschafft und der eigentlich Führende, der Schnellste hat natürlich sich richtig verloren. Er ist nämlich nur Vierter geworden. Wir haben den ersten Lauf für uns entschieden, den ersten von 4 heute. Zweiter Lauf geht. Oh, wir haben Bayer gewonnen. Das hätte ich jetzt also nicht gedacht, dass wir jetzt in Mexiko gewinnen. Da haben wir nämlich mit den Cars so richtig Probleme gehabt. Aber jetzt in Nevada. Wir gehen danach wieder nach Bayer. Also zweimal wird diese Strecke sein. Das ist vielleicht der gleiche Strecke. Vielleicht nochmal. Naja, werden wir sehen. Wir gehen nach Nevada. Zum zweiten WM-Lauf.
die Strecke ist ein bisschen länger mit 1,09 Kilometern, also wie gesagt, aber trotzdem. Macht ja Laune, dieser Modus, definitiv. Auch wenn wir eben, wie gesagt, schön auf die Fresse gekriegt haben im letzten Cup von am gestrigen Tag. Aber, naja, wie gesagt, alles gut. Ja, wie gesagt, den Modus brauche ich nicht nochmal zu erklären. Für die Leute, die jetzt nochmal dazugekommen sind, das ist ganz einfach. Zwei Achtergruppen, die ersten vier gehen ins große Finale, die ersten vier gehen ins, die letzten vier gehen ins kleine Finale. Die ersten vier machen die Achter zum sich aus und die zwei, die machen von Platz 9 bis Platz 16 unter sich aus. Das ist ganz simpel, wie gesagt. Es läuft immer gleich, diesen Modus hier. Zumindest excellent auch bei der Performance. Voyons ce que tu peux faire. So, Lauf Nummer 2. Wir haben den ersten Teil zumindest schon mal durch. Vier Runden nehmen wir uns wieder an. Dann wahrscheinlich im kleinen Finale 5. Finale 5. Machen wir mal. Die Trucks machen es auf jeden Fall ein bisschen besser im Regen als die Buggies, also auch mal auf Cars oder was auch immer. Erster Lauf. Erste Runde 48a. Also die Runde schon ist etwas länger, aber ich kenne die Strecke ja schon. Mittlerweile können wir es auch ein bisschen abwenden, diese 2,5 Sekunden Vorsprung. Finale definitiv, das ist unser Ziel. Wir wollen das Kartrennen als kleinen Ausrutscher werten. Aber dann fahren sie doch gut aus, weil die Taxi-Nummer waren auch gut dabei. Aber jetzt erstmal wieder auf dem zweiten Lehrlauf ins Finale gehen. Geschafft. So. Die fahren alle die gleichen Fahrzeuge, okay. So, jetzt sind wir nur noch ins Finale und wollen jetzt weitere 25 wichtige Rennpunkte sichern. Finale, liebe Leute. 5 Runden, also eine Runde mehr als eben. Go, go, go! Interieur. Das ist wieder Bremse als der Kollege hier vorne. Und dann haben wir schon. So, 5 Runden, wie gesagt, Finale. Schaffen hier.
Vorsichtig anhören, was er hat. Wir können auch ein bisschen was wegsetzen. Der eine rutscht ein bisschen in die Wand. Das ist gut, das nimmt wieder ein bisschen Zeit. Also auch auf den hinteren Plätzen wird auf jeden Fall um jeden einzelnen Platz, um jeden einzelnen Punkt gekämpft. Das ist halt 40-2 mittlerweile. Letzte Meter des zweiten WM-Laufs. Dann haben wir die Hälfte durch dieser Folge. Ich weiß nicht, ob zeitlich durch bist, aber zumindest lauftechnisch durch. Dann haben wir das Ganze nochmal. Dann wollen wir da natürlich, wie gesagt, als Ausrutscher werden wir dann hoffen, dass wir hier in diesen weiteren 25 Punkten den nächsten Schritt zu WM machen. Haben wir hier mitgetan. Das Finale geht auch an uns. Tu peux être fier de toi, c'est bien joué. So, weitere 25 Punkte gehen an uns. So, und wir sehen uns dann gleich im zweiten, wir sehen uns wieder gleich nochmal in Mexiko. Wir fahren nämlich weiter. Wir machen weiter, natürlich, klar. Die Folge geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also wie gesagt, wir fahren die Läufe durch. So. Der erste Lauf in Bayer, beziehungsweise der nächste Lauf in Bayer, damit haben wir ja angefangen und wollen natürlich auch hier triumphieren. C'est rouge. Jetzt starten wir durch. Ich habe Michael natürlich rein komplett. Das ist mal ein bisschen rausgekommen. Das kann uns jetzt gleich einer durchschlüpfen. Natürlich habe ich auch hier ganz geschafft. Wir haben uns verteidigt. Wir haben Führung. So eine kleine Schlittenführung. Das ist zu rückwärts. Ich weiß es nicht gerade. Ich
einfach. Wer ist durch den anderen? Durch den anderen. Wäre auch langweilig, wenn es immer die gleiche wäre. Aber wir führen auf jeden Fall erstmal. Oh ja, die Strecke kenne ich. Wir haben uns so richtig verkackt auf dieser Strecke. Also, müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Schatz zulegen, klar. Wir wollen zeigen, dass wir es können. Und das tun wir jetzt auch gerade. Wieder vier Rundchen heute an. Wir wollen natürlich auch hier wieder ins große Finale. Wäre zumindest erstmal das ganz große Ziel. Das ist der erste Lauf des dritten Rennens. Gas in Bayern, Mexiko mit den Trucks. Wir fahren jetzt gleich mit der vorletzten Runde an. Also sind vier im Kleinen und fünf im Großen. Ganz simpel. Wir sehen acht Fahrer auf der Strecke. Die ersten vier gehen ins große Finale, die letzten vier gehen ins kleine Finale. Und dann fahren die acht Fahrer im großen Finale und die acht Fahrer im kleinen Finale jeweils Plätze aus. Im großen Finale ist es doch nur ein Einzelfahrer. Und im kleinen Finale ist es dann quasi von 9 bis 16. Also ganz simpel erklärt, ganz simpel gemacht. Ich finde es cool, es macht Laune, es ist wieder was anderes auf jeden Fall, als wirklich ganz halt nur wieder Rallye zu fahren, wie wir das am Anfang hatten. Also die Karriere hat auf jeden Fall ordentliche Abwechslung zu bieten hier bei Dirt 4 und das macht mir auch auf jeden Fall Laune, dass mittlerweile ja auch im zweiten Teil oder gestern überhaupt nicht lief bei den Karts. Heute mit den Trucks läuft es statt jetzt zumindest noch nicht besser. An uns, aber wie gesagt, das könnte theoretisch müsste reichen. Und noch eine Kurve gleich. Und dann heißt es Finale für uns. Jawohl. Den haben wir geschafft. So, vier Mann weiter, vier Mann raus, bis wir zum Kleinfinale. Und dann kommen wir jetzt gleich im Finale, hoffentlich mit dem nächsten Schritt, den nächsten Schritt tun. So, starten wir rein. Der letzte Lauf für Rennen 3. Das ist noch nicht der letzte Lauf für heute, weil das ist, kommt noch ein Teil danach. Aber 5 Runden geht's wieder an. Voiture à l'extérieur. Ich hab's noch nicht perfekt weggekommen. Den ersten musste ich leider drehen, weil der genau im Weg stand. Intérieur, extérieur. Mal den dringend deutschen Renningenieur mal holen. Ich muss meine Mitarbeiter mal gucken. Dann später. Geld müssen wir ja mittlerweile haben. Ich werde das nicht mehr haben mittlerweile. Und leider danach, nach dem Dirt 4, spielen wir dann mit dem Dirt 2.0.0 den Nachfolger. Ja, den werde ich jetzt playen. Klar, der Teil steht auf meiner Platte hier drauf. Und im Juni 28.06. geht's los mit F1 2019. Und so nebenbei gerade auch dann mit der Karriere, wie gehabt, auch in der 2018. Starten wir mit dem Williams-Team, dann in Australien. Da wird es mit dem Red Bull noch die Saison zu Ende fahren. Und der jetzt schon wieder am Wochenende weiter mit dem Rennen aus Mexiko. Und der nächste Schritt hoffentlich Richtung Versuchswerbe. Wir haben ja auch ein bisschen verloren im letzten Rennen. Aber
Doch, das heißt, 15 Punkte sind machbar. In drei Rennen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die letzten zwei Runden. Ja. Diese Truck-Serie hier bei Dirt 4. Da und dann haben wir es geschafft für diesen Lauf, aber danach haben wir noch mal einen. Der vier läuft hier, nicht nur drei. Dritter Sieg, yes! Wir sind momentan sehr gut dabei, auf jeden Fall. Wir sind gut dabei. Ich dachte, bis 25 Punkte haben wir schon 75. Also haben 9 Punkte Vorsprung. Jetzt sollte es eigentlich leider nicht weiter anbrennen. Aber wir wollen natürlich auch in Kalifornien gewinnen. Welch eine Überraschung. Naja, tun wir mal unser Bestes. Die Strecke ist durchaus knifflig. Halbfinale, Rennen Nummer 4 von 4. Die Strecke ist 1,13 Kilometer lang, besteht aus reinem Sand. Das ist halt genau das, was ich meine. Aber, wie gesagt, volle Strecke. Kalifornien, USA. So, wie gesagt, der Modus wie gehabt, 8 Fahrer jeder Gruppe, 2 Gruppen, 8 Fahrer jeweils, die ersten 4 gehen ins große Finale, die letzten 4 gehen ins kleine Finale und im großen Finale werden dann die Punkte ausgefahren. So, ganz simpel erklärt. Ihr kennt das ja mittlerweile. So, gehen wir rein in den letzten WM-Lauf. Ein bisschen können wir uns gerade absetzen.
Ach, scheiße, nein. Hier geht's nicht weiter, das war der Startmodus. Fuck it, Alter. Nein. Da geht's weiter, nach links und nach rechts. Ich hab mich voll verleiten lassen gerade. Scheiße. Nein. Gut, dass ich jetzt den Wagen so souverän weg. Okay, da müssen wir uns jetzt nochmal versuchen aufzuholen. Alter, wir müssen unter die ersten vier kommen. Kurz lang schon wieder dran an den Parteien. Im Exterieur. Da sind wir wieder rausgerutscht. Der Sechster sind wir momentan. Ich muss mal wissen, wie es lang geht. Momentan wären wir nicht im Finale. Er hat gagné 2 Plätze sur le Tour. Aber da fehlt uns noch ein Auto jetzt. Wir sind das Fünfte momentan. Aber einer von diesen beiden hier noch vor uns. Und damit hätten wir das zumindest. Aber wir sind jetzt Dritter, also sind wir wieder dabei. Also, das kann sehr, sehr schnell passieren. Und wie schnell so ein Fehler passiert, haben wir gerade gesehen bei mir. Weiß ich, wollte nicht einig werden, könnte ich mich einfach mal kurz komplett innen durch und führe das Rennen wieder an. Letzte Runde. Können wir die Haarnadel anfahren? Ich konzentriere mich gerade nur noch, um schnell zu ändern. Wir werden erst durch, wenn es durch ist. So, diesmal nicht da an. Diesmal nicht nach links. Ja, nach rechts, sondern diesmal nach links. Und dann stehen wir im Finale hier. Also gerade noch. Première place. Yes. Wir sind dabei. Und unser Kontrahent in dieser Garrett Jr., der dürfte leider heute nicht dabei sein. Viele Amerikaner, klar, ist es eine amerikanische Rennserie. Sollte, glaube ich, zumindest. So, bitte, jetzt nicht nochmal so einen blöden Fehler machen. Jetzt wissen wir es ja, wie es läuft. 5 Rundchen jetzt nochmal an und dann sind wir durch für heute. Die letzten 5 Runden für heute, für diesen Mikro. Go, go, go! Hier wollen wir nochmal holen, um wirklich hier auf 100 Punkte glatt zu kommen. Also es ist durchaus hart umkämpfen auf jeden Fall. Kleiner Fehler und das Rennen kann sich komplett wieder umkippen. Auch wenn man noch so souverän fehlt, das hat man wie gesagt gerade eben gesehen. Den Weg ja jetzt. Ach Mann, was ein blöder Fehler. Aber gut, ich hab mir dann eigentlich nur Zeit gekostet, jetzt an keine Position. Das Rennen wäre Gott sei Dank gewonnen. Aber hier zählt jetzt, hier müssen wir ja gewinnen. Nicht so wie im letzten Lauf, wo wir dann nur unter die ersten vier kommen müssen. Hier haben wir müssen mal gewinnen. Um nicht die vollen Punktzahl zu holen. Also. Da hinten natürlich um jeden einzelnen Meter gekämpft wird, sind wir hier momentan sehr souverän dabei vorne. Ja, 40er Zeit, 43, 4. Davor schon gute 2 Sekunden, also etwas mehr. 3-1 mittlerweile.
Fall richtig angefangen. Ja, wir haben aber noch ein paar Meter zu fahren. So. Mit der Kurve. Dann haben wir noch zwei Runden. Eine Sekunde verloren. Aber es ist nicht weiter tragisch. Es geht ja auch nicht um eine schlechte Rundzeit, sondern um einen um die um den Sieg. Das ist zwar schon ein bisschen länger auf jeden Fall. Entscheidet. Ein kleiner Fehler kann das mit der Rennung aushören. Entscheiden. Und dann geht's in die letzte Runde, liebe Leute, für heute. Nochmal eine Bestzeit gesetzt. In der vorletzten Runde, jetzt geht's in die letzte. Die letzten paar Meter. Zu kommen, das schaffen sie nicht. Und wir haben es durchpackt. Auch Lauf 4. Mit zwei Siegen durch. Juhu. Geschafft. Schade, Preis National. Das war die Serie hier. Kriegen wir auf unser Konto. Das ist doch ein Level abgeben. Level 31 mittlerweile. Und wir sind außergewöhnlich. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt an der Land Rush Weltmeisterschaft teilnehmen. Immer weiter so. Ja, aber machen wir auf jeden Fall. Meisterschaftsrückblick. Und diesmal klar souverän mit 100 Punkten Platz 1. Und zwar ganz, ganz deutlich. Von 29 Punkten Vorsprung an der mit 4 Siegen sind wir klar vorne weg. So, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's los in die Landrush WM. Eventuell schaffen wir das sogar quasi komplett in einem Rutsch. Dann wären wir nämlich komplett mit dieser Serie hier durch. In einer Woche. Ansonsten müssen wir einen kleinen Break machen und wir sehen uns dann am Montag jetzt wieder. Also, wie gesagt, morgen fahren wir an auf jeden Fall damit. Ob wir es, wie gesagt, komplett durchbekommen, weiß ich noch nicht. Ich hoffe natürlich schon. Ansonsten, ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder zu Let's Play Dirt 4.